Was geht, meine Freunde? Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Stissel für euch. Heute wieder vom Hufkneisel, unserem Realismus-Selbstversuch auf der Ellerbach V2. Ja, willkommen zur 145. Folge. An einem wundervollen Dienstag hier im Juni. Ihr seht, so langsam aber sicher wird's Abend. Halb Pfeife ist schon wieder. Wir haben in der letzten Folge mal angefangen, die Weide umzuziehen. Das ist natürlich ein Minusgeschäft, das ist mir vollkommen klar. Heißt aber noch lange nichts, bedeutet, wir lassen das mal so. Kann gut sein, dass wir wieder einen Plan Retour machen. Ab und zu müssen wir das einfach mal testen. Bedeutet aber auch nun für uns, wir werden uns auf unser neu gepachtetes Feld begeben, beziehungsweise Wiese. Und da können wir jetzt unsere Weiden platzieren. Und zwar habe ich mir die wieder mit dem Wasserfass rausgesucht. Ich mag die einfach am meisten. Das Ganze sieht dann so in einem ungefähren Viereck raus. Müssen wir mal testen, wie gut es geht. Ich würde es relativ nahe hier vorne hinpacken. 7000 Euro, zack, erledigt. Was kosten denn die Erweiterungen? Die kosten nichts. Das ist, ach, da freut sich doch der Schwab. Was nichts kostet, das kann bloß gut sein, sagt der Schwab, gell? Wir machen das einfach mal so ein bisschen 5x10, komm, 5x25. Gibt's ja und ja, so. Die dürfen ruhig hier ein bisschen rumlatschen, so. Und nach hinten durch. So, ich glaube, man muss bloß gucken, dass sie ein bisschen überlappen. Dann sollte das eigentlich alles gar kein Thema sein. Also zwischen den Trinsen wäre gar nicht verkehrt gewesen. So, das lassen wir erstmal so. Und dann gehen wir hierher. Ihr müsst dann an euren Urstall sozusagen hingehen. Dann können wir jetzt gleich mal gucken, wie denn unser aktueller Stand ist. 51 Tiere haben wir noch. Wir gehen jetzt aber mit M wie Martha hier rein. Und zwar wollen wir das Ganze natürlich Richtung Kuhweide mit Wasserfass. Vom Stall, Melkstand in Kuhstall, Gedöns, Wasserfass. Und da wollen wir die Bullen. Da sind die Bullen. Wir wollen die Bullen. Die packen wir rüber. Ich bin damit überlegen, ob wir einen Bullen hier im Stall lassen. Wisst ihr? Für die Zärtlichkeit. Ich muss bloß immer gucken, ob das eine oder zwei sind. Kommt da irgendwas? Ah, ich habe nicht genügend Platz. Okay. Aber das ist kein Problem, das können wir dann wieder erweitern. Jetzt lass uns das Ganze mal ganz kurz anschauen. Ich flitze mal kurz rüber. Guck mal, hier sind sie. Den geben wir nachher noch ein bisschen Wasser. Und dann müssen wir hier noch einen Zaun hinpacken. Dekoration. Das könnte doch so einer sein, ne? Der Boden ist zu steil. Jetzt wissen wir auch, warum Moosacker hier keinen reingepackt hat. Kriegen wir irgendwie irgendwo einen hin? Vielleicht noch ein Muggersäckele runter. So. Und jetzt können wir den doch hier vielleicht irgendwie so nabscheißeln. So. Und dann mit V. Zack. Auch wenn es vielleicht ein anderer ist, ist nicht so tragisch. Aber ein bisschen Ordnung muss sein. So, guck mal, ne? Jetzt können wir das Ganze noch ein bisschen hübsch machen. Ihr kennt mich, das muss ein bisschen. So. Können wir hier so eine kleine Fahrspur reinmachen. Und dann gehen wir hier aber ein bisschen ins Breitere. So, guck mal, ne? Ebenfrei. Schön. So lassen wir das. Dann können wir nämlich hier rein und Türe auf. Auch wenn es nicht ideal ist, ist halt so ein bisschen ingame Gefriemel, aber das läuft soweit. Gut. Wieder ein Punkt weniger. Wir haben jetzt na klar wieder ein bisschen ein Geld minus gemacht, das ist mir vollkommen klar.
Das hoffe ich, dass wir das nun wieder reinwirtschaften. Schön wäre es, na klar, wenn mein Mist jetzt wieder spawnen würde irgendwann. Mit 0,5 Geschwindigkeit wird noch nicht viel passieren. Dennoch müssen wir uns jetzt noch um den Futtermischer kümmern. Denn wir brauchen auf jeden Fall hier noch ein bisschen Silage. Da können wir gleich mal zwei aufschneiden. Und nehmen meinen geliebten Pharisee mit. Findet ihr Mod habt, ne? Immer wieder. Ich muss immer dran denken, ich bin im Multiplayer. Ab und zu mal hilft es. So, und dann hoffe ich, dass der Rubel nun wieder rollt in alter Manier. So. Heu haben wir ja jetzt den einen oder anderen Ballen. Somit sollte jetzt der Futtermischer laufen können. Dann haben wir da mal wieder eine Sorge weniger. Eigentlich wollten oben reinschmeißen, habe ich mir schon fast gedacht. So. Dann haben wir das, dann brauchen wir noch Heu. Ja, und so wandelt sich halt der Hof, ne? Einmal vor, einmal zurück, aber irgendwie ist immer Bewegung bei uns am Hof. So, da können wir auch schon mal zwei rausnehmen. Juni, Juli, August, September gehen wir wahrscheinlich in den zweiten Schnitt rein. So, ich nehme jetzt mal bloß einen runter. Das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. Ist na klar ein bisschen eng oben, ne, mit der Dachgaube. Und so ist es nun mal. Vielleicht müssen wir das eher so ein bisschen ankippen. Ja, guck mal, so kommen wir viel besser ran. Hat jemand frei? Und dann würde ich nämlich sagen, gehen wir dann noch in die Fütterung und dann können wir wieder einen Tag vorspulen. In der Hoffnung, dass wir dann endlich mal wieder ein bisschen Plus machen und der Mist spawnt. Ansonsten würde ich als nächstes mit der Menu Fix Mod probieren, das Ganze zu beheben. Ich bin halt so, das ist so meine Angewohnheit, ne? Als ehemaliger Qualitätstechniker hast du halt das Thema, was bisher funktioniert hat. Warum sollte es jetzt nicht mehr funktionieren, ne? Dann wird erst an der Stellschraube gedreht, die man gedreht hat sozusagen. Und bevor man irgendwas Neues hinzuführt. So, Mineralfutter haben wir noch ein bisschen, werden wir aber dann wohl noch neue Geschichten brauchen. Haben wir da noch irgendwo was übrig? Nee, da müssen wir auf jeden Fall uns dann auch noch was überlegen. Können wir Mineralfutter selber herstellen? Gibt es da sowas? Frag für einen Freund. Zumindest wüsste ich jetzt nicht, dass ich was drin habe. Das ist nur Kompost. Das sind alles Bunker. Und das war Saatgutproduktion. Nee. So. Ich habe mir hier übrigens an der Stelle noch so ein bisschen Platz geschaffen. Können wir nämlich hier über den Landschaftsbau malen. Habe ich mir gedacht, können wir hier noch so einen kleinen Stellplatz machen. So, mit Pflanze anwählen, rechte Maustaste, dann kriegt er das weg. So, dann sieht das nämlich auch ordentlich aus. Ne? Dann haben wir trotzdem noch so einen kleinen Grünstreifen und können hier zum Beispiel den Pharisin oder so hinparken. Irgendwas brauchen wir da immer. Es wird ja nicht weniger bei uns am Hof. So. Dann habt ihr mir gesagt, Yogi. Also,
die Fütterung. Das geht so nüscht. Das musst du anders machen. Und zwar soll ich das Gewicht ablegen. Und der gehört hinten hin. Und ihr wisst, ich höre auf euch. Ich höre natürlich auf euch. So, können wir hinten mal runterlassen. Den packen wir mal hier hin. So, den brauchen wir nämlich gleich. Dann können wir den vorne... Kann ich den vorne ablassen? Ist das möglich? So. Kriegt er einen Sachtzke Oberarm mit seiner Hin- und Herschalterei. So. Handbremse. Oh, Muckersägele. Wie immer halt, ne? So. Dann versuchen wir sie jetzt. Einmal das hier. Einmal zuklappen. Und dann können wir hier nämlich die Mische rauslassen. So, so habt ihr gesagt, so machen wir das eher. Machen wir. Ist genehmigt. Schön könnten wir mal hier so ein Regal hin, ne, wo wir unsere Schläuche hinpacken können. So. Dann fahren wir den Stall rein. Die waren schon ganz nervös. Einmal auspacken und jetzt war das mit der Maustaste. So, der Lego. Das läuft doch wie geschmiert. Ich hoffe, so seid ihr zufrieden mit mir. Gucken wir mal. Jo, komm, wir fahren nochmal und dann gehen wir in den nächsten Tag rein. Es läuft eigentlich ganz geschmeidig. Ich glaube noch, dass die Netzfolien, die packen wir noch woanders hin, dass ich da ordentlich nach hinten fahren kann. Das ist noch so das letzte To-Do, aber ansonsten bin ich da eigentlich relativ zuversichtlich und zufrieden bisher, was wir da machen. Und ich bin auch froh, dass sofort trotzdem noch so ein bisschen sehr Ehreplätzle gekriegt hat, ne? Gut, dann haben wir nämlich hier auf jeden Fall ein bisschen Kapazität. Gerade dafür den mit dem Roller. So, okay, dann haben wir das. Dann würde ich sagen, legen wir uns schlafen und gehen in den nächsten Tag. So, und da sind wir schon wieder. Wir haben 4000 mit verkaufter Milch gemacht. Der Mist spawnt noch nicht. Hier drüben, der zapft sich, glaube ich, immer noch nichts an. Nein, also das funktioniert alles noch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Deswegen kriegen wir da wenigstens noch Geld dafür. Mr. Todesgewebe, das hilft halt auch nichts. Machen wir das mal weg. Lieber einen Schritt zurück und überlegen uns neue Dinge. Zumindest haben wir ein bisschen Geld. Was hat denn die BGA jetzt gebracht? Lass mal gucken. Die BGA, 17.000 für den ersten Tag. Da ist immer, glaube ich, wieder ein bisschen besser aufgestellt. So. Gülle haben wir noch. Wir brauchen Silage, müssen wir reinpacken. Das hier ist halt auch schon wieder leer, das ist klar. Und das mache ich dann im Off. Und die Hackschnitzelanlage läuft auch noch. Gut.
Also ihr seht, es ist ein bisschen was zu tun. Der Dienstag haben wir schon wieder miteinander überstanden. Morgen ist schon wieder Bergfest. Wenn es euch gefallen hat, gerne, gerne ein kostenloses Abo dalassen. Es kostet wie immer nichts. Ein Like auf das Video. Und dann sehen wir uns in die Kommentare. Und morgen wieder mit einem neuen Video hier. Oh, da kommt was, Reh von der Ellerbach V2. Macht das gut. Bis dann, euer Yogi. Ciao.